Hey Leute, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Hardcore. Ich begrüße euch mit einem Stuhlknarzen, beinahe einem Stuhl runterfallen. Oh Gott. Ich habe jetzt offscreen ein bisschen gefarmt und getradet und habe halt währenddessen darauf gewartet, dass die Papiere jetzt fertig werden, um... Da ist der Kartograf. Oh, dachte, ich werde ihn niemals hier drin finden. So. Den nämlich aufzuleveln. Und die neue Black-Karte. Eine Ocean Explorer Map. Nee, die eigentlich nicht freizuschalten, sondern Glasscheiben? Ich hole mal Glasscheiben, ne? Oh Gott, dieses Villager-Gedödel da. Da bist du krank bei, echt? So. Neben der Tatsache, dass ich jetzt gerade dabei bin, den Kartografen zu leveln, hatte ich heute nämlich einen ganz anderen Plan. Und zwar gehen wir heute in den Nether. Ich möchte nämlich heute mal ausprobieren und gucken, wie das funktioniert mit dem Farmen von Netherite. Ich habe das noch nie gemacht, ich habe keine Ahnung, ich habe nur einen groben Gedankengang, wie das ausging. Hatte ich nicht vorhin noch geschlafen? Ach ja, das ist mir offscreen übrigens auch passiert. Keine Fragen bitte. Habt ihr einen Kartografen gesehen? Wo pennt der Typ eigentlich? Ja, auf jeden Fall möchte ich mir das mal angucken. Und ich hoffe, dass ich das hinkriege, weil... Kann ich mir hier drin noch mehr Kartografen machen? Weil ich meine, die haben auch noch keine Arbeit hier. Wo zum Teufel ist der Kartograf? Da ist er. Hi, Kollege. Guten Tag. Pennen ist jetzt gerade nicht. Ich brauche dich, bitte. Ja, ich weiß. Gleich kannst du wieder... Kannst du im Schlaf auch leveln? Kannst du, ja. Gut. Woodland Explorer Map. Das wollte ich haben hier. Sehr gut, dann haben wir das schon mal. Und jetzt kann ich dem auch Kompass geben für ein Emerald. Doch halte ich das für äußerst... uneffizient. Okay, jetzt gibt er mir Banner. Okay. Hier noch mehr Papier für dich. So. Okay, das mit den Glasscheiben ist aber cool, weil rein theoretisch kann ich damit dann das Glas, was ich kaufe, einfach Glasscheiben bauen und die dann direkt wieder wegverkaufen für noch mehr XP. Eigentlich ganz cool. Jetzt sollte ich mir noch mehr Kartografen züchten. Voila. So. Mach ich dann, wenn ich wieder zurückkomme. Jetzt möchte ich tatsächlich erstmal. Das lagere ich hier erstmal alles. Ein verzaubertes Schild möchte ich mir irgendwann auch mal machen. Weil ich kann die Emeralds nämlich jetzt auch dazu nutzen. Die Bücher zu kaufen. Die Unbreaking-Bücher, um verschiedene Unbreaking-Sachen zu machen. Das ist auf jeden Fall noch auch ganz schön. So, Netherite. Project Netherite. Folgendes. Erstmal ein Feuerzeug mitnehmen. Weil wenn nicht Ghasts in der Hölle sind und mit der mir das Portal zuschießt, habe ich ein klitzekleines Problem. Ich habe letztes Mal einen Bogen vergessen. Den werde ich diesmal nicht vergessen. Pfeile hatte ich hier. Hatte ich nicht irgendwas was von einem Infinity-Bogen erzählt? Ich Schlaumeier? Falls ja, jetzt ist es auf jeden Fall zu spät.
Aber ich hatte hier so einen Crossbow dabei, den habe ich auch drin, ne? Ein Piercing 2. Der hat gerade Spektral Arrows drin. Okay. Nehme ich auf jeden Fall auch so mit. Und Tränke nehme ich natürlich mit. Für Notfall. Feuerresistenz, falls wir da irgendwie einen Arsch kriegen, weil rein theoretisch müssen wir nämlich unter den Lavasee buddeln gehen. Also was ich erstmal eine Rabbit Sting, warum nicht? So. Dein Bett. The fuck? Ach so, genau, Tränke. Tränke gibt es ja hier. Fire Resistance. Instant Health oder Regeneration, glaube ich lieber. So. Das sollte soweit erstmal reichen. Ich guck mal, ob ich. Ich nehme mal Kisten mit. Ich gucke mal, ob ich mich direkt beim Nether-Portal runtergraben kann. Oder zumindest in der Nähe. Und dann da an das Lava-Level gelangen kann. Und da ich ja sehr viel abbauen werde, mit den Spitzhacken, und eine Backup mit. Wenn ich da nämlich ein paar Kisten mit hinnehme, dann kann ich. Wie viele Kisten nehme ich denn mal mit? Mal gucken. Jetzt auch nicht zu viele mit. Nehme ich nämlich mal 8 mit. Kann ich da nämlich ein kleines Mini-Lager errichten. Im Nether. Und da kann ich dann Sachen niederschmeißen, lagern. Ohne dass ich dann jetzt ständig hin und her laufen muss. Ich bin bescheuert, ich muss da hinten runter, nicht hier. Und dann kann ich auch gleichzeitig gucken, ob der Villager zufällig durch das Portal gelaufen ist, weil dann muss ich das nämlich in einem kleinen. Hallo Kollege. So. Jetzt die Frage, sind eigentlich, wenn drüben Schweineviecher sind, sind die jetzt auch aggro auf mich? Oh, hier sind Katzen! Ich höre den Villager, der ist echt hier. Du Blödmann! Manfred, nein, du gehst zurück. Nein, nein, wo willst du hin? Wo willst du hin? Junge! Wo will der hin? Wo willst du hin, Junge? Nein, du gehst da jetzt. Das darf nicht wahr sein. Manfred! Das ist nicht dein Ernst, Junge. Nein, Manfred, geh da hin. Geh da lang. Genau, geh hier runter. Nein! Die Pläne, das Netherite zu farmen, werden sich auf unbestimmte Zeit verschieben. Da ein ganz besonderer Villager meint, er müsste sich gegen mich wenden. Wo ist ein Boot? Hier ist ein Boot. Ich werde den jetzt mit einem Boot da zurückbringen. Vor dieses Nether-Portal. Der wird dort nicht bleiben. Nein. Ich werde, während ich im Nether jetzt dieses Netherite abbaue, 100% gleich die Nachricht kriegen. Manfred was has tried to swim in Lava und das wird nicht funktionieren. So. Komme ich hier durch? Nee.
Moment. Stückchen zurück, Stückchen zurück, Stückchen zurück. So, Kumpel. Hast du das Genick gebrochen? Tja, Pech. Bis später. So, geht ja gar nicht, ey. Meine Fresse. So, jetzt die Frage, komme ich hier runter, ohne dass ich gleich einen Hieb in die Lava mache? Beim Portal am besten. Sagen wir mal hier. Leitern wären nicht schlecht, ne? Stell ich gerade mal fest. Okay, hier beginnt doch Lava. Hier kann ich noch zubauen. Wie weit eskaliert das denn? Hier komme ich gut runter. Hier läuft er mir auch voll, okay. Welche Ebene ist das? 30. Ich weiß nicht, wie weit ich runter muss. Ich gehe natürlich auf meine... Versuche auf meine bekannte Ebene runter zu gehen. Oh. Okay, warum? Ich stand nicht in der Nähe von der Lava. Also schon, aber nicht so. Hier kann ich weiter. Wie sieht's mit hier aus? Ja, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Okay. 24. Ah, Mist. Lava. Wie sieht's mit hier aus? Hier kann ich seitlich wieder runter. Alles klar. Soweit so gut. Was ist denn das? Blackstone. Okay. Hier ist ein Netherrack. Heißt das, ab hier könnte das dann spawnen? Wegen dem Blackstone? Ich habe keine Ahnung. 13. So. Genau, ab hier würde ich jetzt anfangen zu buddeln. Frage ist allerdings, in diesem Biom werde ich wahrscheinlich nur dieses Zeug haben, wa? Wenn ich bei Netherrack buddeln kann, dann ist das... Oh, ich kriege auch Quarz. Das ist natürlich sehr praktisch. Das sollte ich allerdings lieber mit der Fortune abbauen. Wenn ich Ancient Debris finde... Ich dann auch mehr aus dem Ancient Debris, wenn ich das mit Fortune abbaue, ist die Frage. Das ist die große Frage. Dann gibt's auch Gold. Okay. Ja, mal sehen, wie weit ich das hin bringen kann. Aber wenn ich jetzt wirklich nicht dämlich bin, meine ich, dass das Ancient Debris hier unter der Erde spawnen müsste. Ich weiß es natürlich nicht hundertprozentig genau wie und wo, aber... Es wird sich wohl zeigen. Ich hoffe bloß nicht, dass ich hier irgendwo auf Lava stoße. Das wird sehr ekelhaft. Ich kann aber schon mal... Hier unten... Hier drüben, hier ist ja der, genau, hier ist der Eingang quasi. Wenn ich hier nämlich schon mal einen etwas größeren Raum bauen. Und hier ist das gleich bestimmt irgendwo Lava, pass auf. So, und zwar möchte ich hier schon mal die Kisten reinstellen. Gar keine Fackeln dabei, merke ich gerade, ne? Aber ist nicht so schlimm. Ja, komm, das Boot mache ich auch erstmal da rein.
packe ich den ganzen Kram erstmal hier rein. Den Wassereimer brauche ich ja auch gerade gar nicht. So, dann wird hier erstmal ordentlich gemeint, würde ich sagen. Einfach hier so in die Richtung. Also Golddinger kann ich auch mit Fortune mitnehmen. Ich glaube, dass hier so wenig Netherrack ist, das liegt hier so ein bisschen an dem Biom selber, aber... Ich meine, ist jetzt nicht schlimm, aber... Ancient Debris ist ja wohl irgendwie... mega selten, nehme ich mal an. Also werde ich schon ein bisschen kreuz und quer graben müssen. Um dann alle... oder viele Orte halt aufzudecken. Aber ich werde auch einiges hier von offscreen machen. Also ich werde das nicht die ganze Zeit hier jetzt folgenlang... ohne Ende durchgängig nur hier in der Hölle schmoren. Also das tue ich ja sowieso. Egal wo ich bin. Ne? Und... aber ich würde trotzdem gerne in der Folge noch einmal Ancient Debris finden. Und halt zumindest die Theorie testen, ob es tatsächlich möglich ist. Aber mit diesen Blackstone hier und so kann man eigentlich auch schon geile Sachen bauen und so, ne? Also diese Steine generell mal zu farmen, ist auch nicht so eine schlechte Idee. Das finde ich eigentlich ganz gut. Okay, ich brauche hier unten jetzt nicht wirklich Fackeln, merke ich, weil es ist jetzt nicht sonderlich... dunkel. Bloß ich frage mich, ob ich hier irgendwann mal wirklich Richtung Lava komme. Haben wir die Antwort? So, da ist die erste Lava. Alles klar. Das heißt, dann fange ich jetzt mal hier. Ist das hier Ancient Debris? Nee. Sah gerade echt so ein bisschen aus. Wenn das hier so abgeleuchtet ist, der Blackstone und so, dann sieht das echt so ein bisschen aus, als ob könnte hier Ancient Debris sein. Aber natürlich alles nur theoretisch, weil ich habe keine Ahnung. Aber das sieht tatsächlich bisher nicht so super doll aus, muss ich sagen. Hier diese Netherrack-Vorkommen, die muss ich halt ein bisschen... ausschlechten, weil hier kann ich halt die Butter durchschneiden, um zu gucken, ob hier Ancient Debris ist. Aber hier muss Ancient Debris sein. Bin ich mir fast sicher. Ich bin mir fast sicher. Kann auch sein, dass ich auf der komplett falschen Ebene grabe. Okay. Sehr intensive Geräusche. Gefällt mir nicht so sehr. Aber bei Netherrack habe ich immer ein bisschen Angst zu graben. Das geht zwar schön schnell kaputt, aber das kann auch schön schnell mal in die Hose gehen. Also mache ich halt viel... Platz frei hier. Na komm. Ah, ich denke immer, da könnte Ancient Debris sein, da könnte Ancient Debris sein. Aber dann ist es das doch nicht. Das ist dieser Stein hier, der sieht halt irgendwie... Ja! Das ist Ancient Debris. Hier ist es. Auf welcher Ebene ist das? Ebene 14, 15 wahrscheinlich. Okay. Ich baue das direkt mal mit einer Fortune-Spitzhacke ab. Hidden in the Depths. Ancient Debris 1. Okay. Scheint nichts zu bringen, das mit einer Fortune abzubauen. Jetzt ist die Frage allerdings, ich muss das wahrscheinlich schmelzen, ne? Das muss ich dann drüben machen. Noch keine Ahnung, wie das geht. Ich glaube, du kriegst irgendwie so ein Plastik noch erstmal raus und dann brauchst du irgendwie 9 Stück oder 4 oder ich weiß nicht, um dann ein ganzes Ancient Debris zu bauen quasi. Oh, Lava. Gleich mal zubauen.
Okay, das heißt dann. Ich weiß allerdings nicht, ob das dann wirklich auf Ebene 11 spawnt. Vielleicht spawnt das wirklich nur auf etwas höheren Ebenen. Aber das lass mich mal schön theorieren. Denn ich bin hier definitiv nicht der Experte. So. Okay. Ich würde mal sagen, ich werde jetzt noch ein bisschen offscreen weiter meinen und gucken, wie viel ich noch von dem Zeug finden kann. Und ich würde mal sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mich gerne wissen mit dem Like. Und wenn der Kanal euch gefällt, nehme ich auch, würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen von euch. Und dann bis zum nächsten Mal. Und auf noch ganz viel mehr Ancient Deepers.